Hi Leute und ein herzliches Willkommen bei einer weiteren Aufnahme Minecraft Vanilla. Genau, schlafen waren wir schon. Oh, sieht doch schön aus. Und wir waren dabei, unser Holzfällerhaus bzw. Försterhaus zu bauen. Oh mein Gott, mein Inventar ist total voll geschießen. Naja, haben wir Ofenkartoffeln bei? Natürlich. Oh mein Gott. Nehme ich überhaupt auf, ja. So. Okay, okay. I don't know, was wir hier verbrochen haben. Ich weiß nur, wir wollten es nicht ganz so extravagant machen, oder? Wir wollten es nicht ganz so extravagant machen. Man könnte aber hier eventuell den machen. Und das sieht dann cooler aus, wenn der auch so ist. Das sieht man zwar von hier nicht mehr, aber von außen, wenn man mal hier hinter guckt, würde man es sehen. So. Hallo? Dun, dun, dun. Hi! So, so ist richtig. Haben wir noch? Ja, na klar. Noch 12.30. 1000. Dip, dim, dip, dim, dip. Haben wir letztes Mal unsere Köhlerei eigentlich voll gemacht? Ich guck mal nur, weil es mich gerade interessiert. Aber wenn ja, hat das nicht mal annähernd ausgereicht, was wir da zum Dingsten reingedingst haben. Aber man kann ja einfach die Holzkohle denn nehmen. Ich glaube, das ist die beste Idee. Das hat ja nämlich nicht mal annähernd ausgereicht, was wir hier gemacht haben. So, und dann machen wir hier so ein... Das ist Never Ending einfach. Und wir sind Level 30. Level 30, kein Problem für mich. Okay. Wir machen in einem Holzfäller Häuschen natürlich keine bodentiefe Fenster, weil ja, weil das halt so ein Holzfäller-Ding ist. Da braucht man keine bodentiefe Fenster, aber kommst du, nehmen wir doch gerne mit, wenn es hier schon so rumliegt. Fenster. Wie hoch machen wir das? 4? 4 hoch. 1, 2, 3, 4. Und, ihr wisst schon. Ja. Nee, warte mal. So ist cooler. Warte mal. Warte mal. Eins. Mann! Eins. Zwei. Drei. Vier. Bumm. So. Dab, dab, dab. Das ist ein schönes Lied. Das ist ein schöner Lied. Das ist ein feiner Lied. So. Autschi. Ja. Das ist so mega Standard einfach.
wie man halt irgendwie so baut in Minecraft, ne? Aber das stört uns ja nicht. Hey, 3D-Effekt ist eigentlich aus, aber irgendwie hat das Texture-Pack so einen kleinen. Das ist ja auch mal. Das ist ja auch mal sehr famos, muss ich sagen. Dim, 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 dim. Nee, das sieht uns komisch aus. Obwohl, warte mal. Ist vielleicht eh ein bisschen groß geworden, vielleicht dafür, dass es. Nur so ein Holzfäller-Ding ist. Hier gleich noch. Genau. Was ist denn da passiert? Verschwinden. Können wir eh noch ein bisschen großräumiger freischaufeln, oder? So ein kleines bisschen. Und sowas wollen wir ja auch nicht. Das machen wir mit Holzstufen. Das Dach. Schindeln. Kennt ihr sowas? Holzdachschindel. Habe ich letztens eine Doku drüber geguckt. Ey, Internet, muss man schon sagen, Internet bildet enorm. Ich hätte nie mich dafür interessiert, was Dachschindeln sind. Aber ich weiß es. Und es war sogar, muss ich sagen, sehr interessant. Welche Unendlichkeit das Leben in sich birgt. Naja. Die Bäume hier versetzen wir denn noch, damit das hier nicht ganz so schlimm aussieht. So, jetzt bauen wir Dachschindeln. Das ist ganz einfach. Wir brauchen erstmal eine Workbench, die wir eigentlich immer bei haben. Wir haben einen Ofen bei. Wir haben total viel Kacke bei, aber wir haben keine Workbench bei. Habe ich die... Machen wir mit offenem Dach, oder? Dann hätten wir das hier eigentlich nicht gebraucht. Das machen wir dann einfach anders. So, Dachschindeln. Ah nee, das sieht ja denn. Dann habe ich ja den Balkeneffekt nicht, Leute. Was mache ich denn hier? Nee, das können wir so nicht machen. Das geht einfach nicht.
Das müssen wir anders machen. Das müssen wir anders machen. Pass auf. Da di di da bi da bi da di da. Na 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 na. Aber bauen räumt immer schön das Inventar auf, muss man sagen. Dann machen wir es einfach so. Da überlege ich mir noch was, wie wir das machen, mit der Beleuchtung denn. So. Hallo. Ich glaube, ich gehe erstmal schlafen. Wir stellen ja nicht auf easy oder so. Wir wollen ja die komplette Erfahrung. Hallo, Erfahrung! Also was wir da, wo wir vorher den Eichenwald hatten, was wir da nur hinbauen, das steht jetzt auch noch ein bisschen in den Sternen, nicht? Da, da. Und wir haben irgendwie ein schlecht erreichbares Bett. Irgendwie nervt mich das jedes Mal hier hin zurück. Aber hey. Da, 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 ist doch geil. Wenn man sich alles umständlich machen kann. Ich hab sehr wenig Leben. Ich brenne. Ich brenne. Ich hab wenig Leben und ich brenne. Ich höre gleich auf dem Brennen, oder? Hörst du auf dem Brennen? Hör auf dem Brennen! Meine Güte. Huh. Oh, ein bisschen Nervenkitzel jetzt. Oh, sieht das schön aus. Okay. Jetzt rastet der Song nochmal aus. Jo. Mann, warum passiert mir das immer? Das ist früher nicht passiert. Ey, der Song ist auch in jeder Aufnahme, oder? Ich klicke immer auf random. Ey, sag mal, ey, heute ist, ich spiele zu wenig, also jetzt, ich spiele zu wenig Minecraft. Ich habe jetzt auch so viel durcheinander gespielt. Ich habe manchmal so Phasen, da bin ich auf so einer kleinen Findungsphase irgendwie. Da leidet natürlich immer auch sehr so ein YouTube-Kanal drunter, so ein Projekt, weil ich kann mir schon vorstellen, hey, dass wenn man jemanden abonniert, wegen zum Beispiel Minecraft, dass man dann ein bisschen irritiert ist, das dann halt ewig. Aber hey, ich kann das ja machen, wie ich das einfach auch will. So. Oh ja. Oh, ich habe immer noch wenig Leben. So. Und das wird nicht reichen. Oh, ich klatsche ein paar Eichen. Soll es nicht reichen, da klatsch ich Barchen. So einfach ist das. Und wir wollen ja verschiedene Wälder, ne? Wir wollen verschiedene Wälder, die natürlich alle total streng deutsch angeordnet sind. Das ist natürlich klar. Das ist natürlich selbstverständlich. Das ist unser Goal. So. Deutsch und streng. Ach nee, Leute. So. Machen wir immer so den. Das müsste jetzt aber reichen für so ein Schindeldach. Für unsere Dachschindeln. Oh, guck mal da hinten. So cool einfach. Ich mag, was wir bis jetzt so gebaut haben.
Doch, auch wenn wir jetzt ein paar Stufen zu viel haben, wir werden die immer irgendwann mal gebrauchen können. Ich muss erstmal hochheilen. Ich heile mich gar nicht hoch, nachher springe ich irgendwann runter hier, bautechnisch, und bups, bin tot. Das wäre ja dolle peinlich. Das hätte ich auch noch nicht hingekriegt, aber naja. Bei mir weiß man da irgendwie nie wirklich. Da kann theoretisch alles passieren. Gerade in Minecraft, aber hey. Sei mal nett so. So. Ja. Das gibt's wirklich, ne? Dachschindeln, apropos. Das ist so ein Dachziegel, musst du dir vorstellen, aus gespaltenen Holz. Also da werden so Holzstämme so zurechtgesägt und auch immer nur ganz bestimmte. Und dann kann man die so spalten. Also die werden auch irgendwie nicht gebeizt oder so, weil die irgendwie die Flüssigkeit ganz intelligent abfließen lassen. Also die... Verstehst du, wie ich das meine? Nee, wa? Ah, ich verstehe es auch nicht. Aber irgendwie funktioniert das halt, ja. Das ist wirklich crazy. So. Das hält jetzt ein bisschen auf, aber... Da sind wir ja einiges gewohnt, meine Damen und Herren. So, ich habe das Gefühl, das wird nicht reichen. Aber hey, wie viel Minecraft-Dächer habe ich schon mit Geduld zu Ende gebaut? Bestimmt schon 3 oder 4. So. Jetzt kommt noch ein bisschen Waggy Vibes hier. Am frühen Abend. Für mich ist eigentlich früher Abend. Na gut, das ist 21 Uhr. Manchmal könnte man sagen, dass das früher Abend ist, obwohl das, glaube ich, nicht gesund ist, wenn man sagt, dass es 21 Uhr früher Abend ist. Oh, das wollte ich überhaupt nicht. Obwohl, ist eigentlich egal. Das machen wir eh zum Schluss dann weg. So. Das hat nicht gereicht, aber das ist gar kein Problem. Ich springe mal nicht so viel. Also nicht ganz so viel. Ein bisschen geht natürlich nicht anders, aber okay. Eischen. Wir haben ja zum Glück hier... Wir sind ja zum Glück mitten im Wald und... Können wir direkt uns einen wegschindeln. Aber müsste mal eingeben. Holzschindeldach. Wie krass das aussieht. Also im Real Life meine ich. Meine ich. Was sind das hier eigentlich für eine Krebserlöcher hier? Ich dachte gerade, da wäre ein Schaf hinterm Baum. Aber es war nur eine weiße Birke. Was ist das denn bitte für eine komplett verrückte Eiche hier? Bisschen schade, die wegzureißen, ne? Aber hey, hier bleibt nichts Natur. Hier wird alles bebaut von uns. So ist der Mensch. Da können 5 Millionen Wissenschaftler kommen und sagen, ey, ist ein bisschen schwierig hier mit dem Klima, was du machst, aber nö. Da wird erstmal Lützerath weggeholzt. Einfach... So ist der Mensch halt. Wir machen erstmal kaputt und wenn dann zu spät ist, heulen wir alle rum. Manche glauben halt auch einfach nicht dran. Wenn so Wissenschaftler sagen, ey, die sagen, hey, ich habe auch schon in einer Generation gelebt mit diesen Weltuntergangsstimmungen. Und ist die Welt untergegangen? Und dann sagt man, naja, die Leute, die vor 40 Jahren die klimatischen Veränderungen vorausgesagt haben, hatten alle recht und haben dafür sogar mehrere Nobelpreise bekommen. Und dann sagen die denn, denen du das denn sagst, die das nicht hören wollen, sagen dann, nö, das stimmt gar nicht. Dann so, doch, kannst du nachgoogeln, nö, mach ich aber nicht. Ist meine Meinung. Ach, es ist einfach zu schön.
Es ist einfach zu schön. Ich unterhalte mich gerne auch mit so Idioten, weil das macht Spaß, die zu provozieren. Mann, wieso habe ich denn nicht gleich Stiefchen gemacht? Es macht Spaß, Idioten zu provozieren. Weil man weiß, dass man irgendwie immer gewinnt. So. Das ist irgendwie, weiß ich nicht, dann ist das nicht so anstrengend. Oder so Unterhaltung mit so Vollidioten, da hat die Unterhaltung, du weißt vorher schon, dass das sowieso überhaupt gar keinen konstruktiven Konsens ergeben kann, diese Unterhaltung. Deswegen kannst du von vornherein in dieses Gespräch so reingehen, oh, heute macht es einfach mal Spaß, so einen richtigen Idioten mal so ein bisschen ans Licht zu führen. Das klingt total arrogant von mir, ne? Klingt das arrogant von mir? Hey, ich will damit nicht sagen, dass ich mega schlau bin oder so. Aber wenn jemand sich hinstellt und sagt, es gibt keine Klimakrise, I don't know. Muss man dafür mega schlau sein? Ey, hat das jetzt immer noch nicht gereicht? Muss man da mega schlau für sein? Um das zu raffen? Also ich glaube eher nicht, oder? Ich glaube, meine Tochter versteht das sogar. Ich glaube, das ist auch immer eine Frage des Wollens und des Glaubens. Und manche glauben halt, wir dürfen alles machen, egal was das mit unserer Umwelt macht oder mit den anderen Menschen oder mit anderen Tieren. Die denken einfach, man darf das. Damit es uns halt irgendwie gut geht. Und alle, die das in Frage stellen, sind alle böse, links-grün versiffte Arschlöcher. Fertig, Ende, Punkt. Da wird ein Feindbild gemalt und dann ist es erledigt. Das ist genauso traurig, wie es sich anhört. Jo, wir brauchen jetzt Laternen. Komm. Das sieht doch cool aus. Das ist unsere Holzfällerhütte. So, dann fehlen natürlich noch Fensterscheibchen und ein Türchen. Ach, Türen haben wir doch bei sogar. Warum auch immer. Und da können wir jetzt schnell noch eine Druckplatte bauen. Oh, das war aber ein krankes Huhn. Sehr schön. Was? Da tut's weh, wenn ich die Stufen da runterspringe. So Leute, da waren es noch 23 Minuten. Wir gehen gerade schlafen. Das ist eine super Zeit. Ich würde sagen, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal und schaut doch mal bei Starfield rein. Das macht Spaß. Tschüss.